Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir wieder, und zwar, was habe ich im Juni aufgebraucht? Und ich würde sagen, ich quatsch gar nicht lang und hole mal das Körbchen und zeige euch, was ich alles aufgebraucht habe. Okay, let's start with hair care. Und zwar haben wir von Balea Professional Beautiful Long Creme Cure langes geschädigtes Haar. So sieht das aus. Und ich bin davon echt überzeugt. Ich fand das echt super, muss ich euch echt sagen. Und zwar ist das ja also wie so ein Balsam. Das gibst du halt rein, ein bisschen auch so wie eine Haarmaske. Du gibst es rein in die Haare, lässt es einwirken und dann spülst du es eben aus. Und ich fand, es hat wirklich die Haare sehr, 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 sie haben sich angenehm danach angefühlt. Ich habe das Gefühl gehabt, sie haben Feuchtigkeit bekommen. Also ich fand das richtig, richtig toll. Hat mir richtig gut gefallen. Die Konsistenz ist etwas flüssiger. Also eher mehr wie ein Shampoo, nur dass es natürlich nicht schäumt. Aber ich fand es eigentlich sehr, sehr gut. Hat mir gut gefallen. Hat es jetzt so ultra lang gehalten? Nee, aber es hat auch sehr gut gerochen. Ich kann den Geruch nicht beschreiben, aber ich finde den Geruch einfach angenehm. Jetzt nichts Besonderes oder so, aber einfach ein angenehmer Geruch. Fand ich richtig toll. Das werde ich definitiv nachkaufen. Das fand ich super. Es war echt toll. Und vor allem ist es wirklich gut eben, wenn man einfach weiß, dass man schon länger nicht mehr die Haare gepflegt hat. Vielleicht beim Bürsten nicht Zeit gehabt hat, die Haare überhaupt zu beachten, was bei mir sehr oft vorkommt, dann ist das eben super. Schmeißt du das dann rein und dann fühlen sich die Haare wieder happy an. Perfect. So, next up machen wir gleich in der Kategorie weiter Dusche. Und zwar habe ich von Balea Natural Beauty das reichhaltige Ölpeeling habe ich aufgebraucht. Und ich fand das nicht schlecht. Das war halt wieder dieses Salzölpeeling. Also das ist dann wieder so Salz und rührst es um und es vermischt sich mit dem Öl. Gerochen hat es sehr, sehr, sehr so mehr, also sehr unisex, dieser Geruch auf jeden Fall, würde ich jetzt beschreiben. Und sehr so meerartig, wenn ihr wisst, was ich da meine. Also es steht ja auch, totes Meer, genau. Also es ist so dieses Meer, wenn es so nach Meer riechen soll, so riecht es dann auch. Ich finde den Scrub an sich nicht schlecht, ist aber persönlich, diese Ölscrubs sind nicht meine Favorite Scrubs, habe ich bemerkt. Erstens verbrauche ich sie ziemlich schnell. Ich weiß nicht, woran das liegt eigentlich, dass ich da mehr, ich benutze aber bei denen mehr irgendwie. Keine Ahnung warum, irgendwie habe ich das Gefühl, ich brauche da mehr, aber ich finde, jetzt rutscht das hier runter, das will nicht stehen bleiben, aber ich finde es nicht schlecht, aber... Ups, heute läuft wieder alles toll. Aber es war nicht, ich würde es nicht nachkaufen. Sagen wir so, ich würde es einfach nicht nachkaufen. Next up, machen wir weiter. Was haben wir hier? Und zwar haben wir hier die, oh gosh. Und zwar haben wir hier die Bodypflegecreme. Und zwar Aftershave Pflegegel Insensitive. Und ich fand das super. Richtig, richtig angenehm. Super angenehm auf der Haut. Fand ich einfach super. Es hat also auch so, ich habe die Tendenz, wenn ich keinen Scrub mache oder irgend sowas, bekomme ich so Rasierpickelchen. Also keine richtigen Pickel, aber halt so rote Punkte. Wisst ihr, was ich meine, denke ich. Das ist super. Das gibst du drauf. Es beruhigt die Haut sofort nach dem Rasieren. Das ist wirklich toll. Eben Aloe Vera. Aloe Vera bin ich sowieso ein Riesenfan. Ich liebe Aloe Vera. Und ich finde das eigentlich auch super, super. Ich weiß nicht, ob das im permanenten Sortiment ist oder ob das eine Limited Edition ist. Ich hoffe, es ist im permanenten Sortiment, weil das ist super. Richtig, richtig nice. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich finde auch die Größe praktisch. Kannst du auch zum Reisen mitnehmen. Also es ist jetzt nicht so wie zum Beispiel die hier. Hier habe ich so eine Riesenpackung. Also ihr seht es hier. Da ist definitiv ein Unterschied. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, man bekommt aber nicht so viel Produkt. Aber ich finde es generell so recht praktisch, wenn man irgendwo hin muss oder so, schmeißt man das in die Tasche und hat das auch gleich mit dabei. Ich fand es sehr, sehr gut. Hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. War definitiv ein Top. Würde ich also auch nachkaufen. Kommen wir was ich nicht nachkaufen würde. Und zwar ist es von Balea Vital 2-Phasen-Kur. Und so sieht das aus. Und ich hatte ja, also wenn ihr schon etwas länger auf meinem Kanal seid, wisst ihr, ich hatte mit diesen Ampullen einmal ein Incident, wo ich das so zerteilt habe und dann das Glasding ist stecken geblieben. Es ist hier nicht passiert. Aber es ist einfach... mir gefällt das, ich weiß nicht, ich habe halt das Gefühl, dieses Glas, ich weiß nicht, ab dem Zeitpunkt, wo mir das passiert ist, wo das Glasding bei mir stecken geblieben ist, habe ich so gedacht, maybe I just don't need it. Also ich meine, maybe I don't need it. Ich scheiße, dann ist es so, dass ich eh keine, also wenn ich irgendwie am Hals rot oder irgendwie so sein sollte, ja, ich habe würgen müssen. Also ich nicht, aber ich wurde gewürgt.
Aber alles gut, das ist nur für Film. Ich bin ja angehende Schauspielerin, also don't worry. Aber es tut unglaublich weh. Storytime hier kurz war so weh. My life. Aber gut, ich finde das definitiv nicht. Nee. Ich fand das an sich, es hat keine Hautirritationen ausgelöst. Es ist jetzt auch nämlich Zwei-Phasen-Code für reife Haut. Also da ist auch die Altersempfehlung zwischen 45 und 55. Maybe it's not my age. Aber ich fand es einfach. Ich mag die Ampullen nicht. Ich mag die Ampullen einfach nicht. Das ist nicht so mein Favorite. Aber ich finde. Ja, ich fand es an sich nicht schlecht, aber ich kaufe keine Ampullen mehr. Nee. Das mache ich nicht mehr. Das ist. The time is over. Außer wenn ich sie ihm geschenkt bekomme, dann sagt man natürlich Danke und so, aber ich persönlich will es mir einfach nicht nachkaufen. Dann haben wir hier ein paar Gesichtsmasken. Aha. Einmal haben wir von Yes2 die Brightening Vitamin C Glow Boosting Paper Mask. Die ist so ein bisschen tingling. Da steht nämlich auch so: When it's tingling, it's working. Also es soll auch so ein bisschen unangenehm, also so ein bisschen, wie heißt das denn auf Deutsch? Also so ein bisschen, ja, es soll tingling. Ich weiß nicht, wie das gerade auf Deutsch ist, aber es soll ein bisschen Hautirritationen eben nicht auslösen, aber es soll einfach ein bisschen, es wird auch leicht gerötet. Also wenn du sie dann abnimmst, bist du leicht gerötet. Bei mir war es jetzt kein super Tingling-Effekt. Also es war jetzt nicht so, dass es irgendwie so, oh Gott, es brennt, ich kann es nicht runter, also es geht, ich muss es runtergeben. Aber würde ich mir die Maske persönlich nachkaufen? Einfach nein. Ich fand, da habe ich schon so viele schönere Masken gehabt. Ich fand den Geruch auch irgendwie nicht so gut. Das ist an und für sich Grapefruit und Vitamin C. Nee. Nee, war einfach nicht mein Favorite. I'm sorry. Hat mir persönlich nicht so gut gefallen. Dann haben wir ja nochmal von Yes2. Und zwar ist es die Calming Sleeping Mask. Und zwar ist es jetzt in Cucumber. Ich habe ja letztes Monat die in Coconut gehabt. Und jetzt haben wir eben die Cucumber-Version. Ich finde die echt sympathisch eigentlich. Die erinnern mich zwar ein bisschen so wie die vom Balea, diese Masken, ihr wisst schon, die man nicht abwaschen soll oder nur mit einem Kosmetiktuch entfernen soll. Also diese cremeartigen Masken, die es in meinem Zweierpack gibt. Also es erinnert mich so ein bisschen an die. Würde ich es jetzt persönlich mir unbedingt nachkaufen? Wahrscheinlich nicht. Aber ich finde es definitiv nicht schlecht. Also ich muss dazu sagen, ich fand es nicht schlecht. Also kann man definitiv machen. Es riecht sehr, sehr gut nach Cucumber. Sehr intensiv auch. Aber ja, ich fand es eigentlich nicht schlecht, aber es war jetzt kein Wow-Moment. Aber es war definitiv nicht schlecht. Es war angenehm, es war pflegend. Ja, fand ich nett. Dann haben wir von Revolution Jake Jamie die Watermelon Sheet Mask. So sieht die aus. Ich bin ja ein Riesenfan von den Jake Jamie Pot, also in diesem Pot, diese Masken, die liebe ich. Und ich muss dazu sagen, ich finde die echt nicht schlecht. Ich fand die echt nett. Die war angenehm auf der Haut. Die soll ja auch so Hyaluronic Acid. Also soll auch einfach nur so angenehm und Feuchtigkeit spendend sein. Und das war sie auch. Es hat nichts Spezielles gemacht. Also es war nichts, wo man sagt so, oh mein Gott, dieser Effekt, den ich dann gehabt habe. Überhaupt nicht. Aber ich fand es jetzt auch nicht schlecht. Aber ich muss persönlich sagen, es gibt ja auch diese Watermelon-Maske in dieser Pot-Version und die finde ich viel, viel besser. Ich finde generell, dass diese Pot-Masken, also diese sind ja auch viel teurer, aber die finde ich viel besser mit diesen Tuchmasken. Also wenn ihr sagt, oh, ich weiß nicht, was ich nehmen soll, Tuchmaske oder diese Pots, definitiv nehmt diese Pot. Erstens sind sie viel süßer. Zweitens sind sie auch, glaube ich, du kannst sie ja mehr recyceln und ich glaube, dass Glas mehr praktisch ist. Aber okay, das ist jetzt vielleicht auch nicht so. Also everything is bad. Aber trotzdem, ich find die einfach viel, viel besser. Ich mag die urgern. Und die gibt es in so vielen verschiedenen Geruchs- und so Richtungen. Toll. Ich liebe die. Ich finde die so, so toll. Ich liebe auch die Watermelon. Die hat diesen wärmenden Effekt. Das heißt, die macht die so warm. Und ich finde auch jedes Mal fühlt sich die halt super angenehm danach an, wenn ich diese in den Pots. Und da merke ich auch eher mehr einen Unterschied. Also, ich liebe die in den Pots definitiv. Die empfehle ich euch zu 100%. Die war nicht schlecht, aber jetzt auch kein super Favorite. Dann, das ist a little bit of story time. Und zwar Jeffree Star Cosmetics, den Velora Lip Scrub in Root Beer. Und ihr fragt sich jetzt, wo ist jetzt die Verpackung? Das ist ja nur sozusagen der Karton. Und ich kann euch sagen, ja, das ist korrekt, weil die Verpackung habe ich verloren. Ich habe mir gedacht, ich habe dann gewartet. Ich hatte noch extremst wenig drinnen. Also wirklich so super, super wenig. Also es ist jetzt nicht so schlimm, dass ich es verloren habe, weil ich mir denke, es war so wenig drinnen, also
zum Glück. Also wenn ich so einen vollen, ich hätte glaube ich geweint, aber da war wirklich nicht mehr viel drin. Also ich wusste, okay, den kann ich dann sowieso im Aufgebrauch bald erwähnen, weil da ist nichts mehr drin fast. Also es war noch, sagen wir mal, es waren höchstens 3 Anwendungen noch drinnen. Und da, den habe ich irgendwie verloren. Ich glaube, ich habe ihn in Schweden beim Reisen irgendwann verloren. Irgendwann war er auf einmal weg. Ich habe mir gedacht, ja, der wird schon irgendwann auftauchen. Ich warte noch ein bisschen. Ich warte. Dann sind ein paar Monate vergangen. Er ist bis jetzt noch nicht aufgetaucht. Das heißt, ich zeige euch jetzt einfach den Karton und sage euch so ein bisschen mein Feedback. Feedback einmal. Diese Lip Scrubs sind der Hammer. Besten Lip Scrubs, die es auf dem Markt gibt. Ich habe bis jetzt noch keine besseren gefunden. Die sind einfach super. Sie riechen toll. Sie schmecken extremst gut. Und sie halten so lang. Und sie sind einfach wirklich Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach top. Also, das ist fast so, wo ich sage von Jeffree Star Cosmetics, wenn ihr was kaufen wollt, die Lip Scrubs sind einfach nur. Also, ich finde die so, so toll. Und auch Root Beer. Also, Mama hat mir gedacht, oh Gott, Bier, was habe ich mir das geholt? Das muss jetzt ein Biergeschmack oder sowas. Aber voll nicht. Also Root Beer ist ungefähr so wie Cola, nur halt so irgendein Root Beer. Also das ist nur so, es ist komplett süß und schmeckt eigentlich wie so ein süßes Getränk da also. Also es war jetzt kein Bier. Alles gut. Aber auf jeden Fall, es hat super, super lange gehalten. Extremst lange gehalten. Aloe Vera ist ja auch drin. Da sind auch ganz tolle Ingredients drin. Und ich meine, die kosten 13,90, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Preis steht eh auch immer in diesem Eck. In diesem Eck? Yes, I think it's this one. Aber auf jeden Fall, ich fand es nicht schlecht. Also nicht schlecht, ich finde die super. Ich finde die grandios, toll. Die kann ich euch nur empfehlen. Also wenn ihr Lip Scrubs braucht, Jeffree Star, ich habe wirklich bis jetzt noch keine besseren gefunden. I'm sorry, aber ich finde auch die von Lush können da nicht mithalten. Können sie einfach nicht. Die sind einfach super. Ich liebe, liebe die. So, und da habe ich jemanden aufgebraucht. Nur die Verpackung ist irgendwo verschollen. Vielleicht finde ich es ja noch. Aber bis dahin wahrscheinlich ist das Produkt auch abgelaufen. Aber gut. Machen wir kurz noch, weil ich habe 2 Make-up-Produkte da noch. Und machen wir kurz dieses. Und zwar habe ich von TTCept Kollagen Plus Komplex. Und so sieht dieses Prachtstück aus. Und ich finde, das definitiv ist ein schönes Produkt. Kann ich dazu jetzt wirklich was sagen? Hat es was Schlimmes bei mir ausgelöst? Beginnen wir so. Nein. Hat es irgendwas Bemerkenswertes bei mir ausgelöst? Nein. Das sind übrigens Nahrungsergänzungsmittel. Bitte immer mit dem Arzt abklären. Ich bin nicht euer Arzt. Ich mache nur mein Chaos hier. Folgt nicht meinem Chaos. Folgt nicht meinem Beispiel. Aber ich meine, ich fand es. Das Einzige, was ich bemerkt habe. Ich nehme ja die Pille, das muss ich eher. Ich muss mal zu meiner Frauenärztin. Nur so als Info für euch vielleicht, wenn ich das schneide, dass ich da auch so, Lenja, geh, mach dir einen Termin aus. Ich habe nur keine Zeit. Aber ab Juli habe ich Zeit. Das ist so. Ab Juli dann geht's los. Aber auf jeden Fall, ich nehme die Pille. So, da waren wir. Ich nehme die Pille und wie ich das, weil ich habe das so eingeteilt, dass ich es dann immer am Abend das dann nehme. Und dann habe ich es einmal vergessen und habe es dann in der Früh genommen mit der Pille. War mir so schlecht geworden. Ich weiß nicht, ob es wirklich an dem liegt, aber mir ist so schlecht geworden. So richtig so, oh. Also, das würde ich euch also da vielleicht aufpassen, vielleicht nicht gemeinsam nehmen, also vielleicht aufteilen. Wenn ich es dann am Abend genommen habe, war eh nichts. Aber wenn ich es eben wirklich direkt Wasser, Pille, dann diese Tablette, dann war es so, mir war wirklich kotzschlecht danach. Also nur so als Fun Fact. Aber ich finde, es hat nichts Schlimmes gemacht. Ich kann jetzt auch keine wirklichen Unterschiede erkennen. Ich meine, das ist ja auch so eine kurze Zeit. Also auch wenn es 30 Tage sind, es ist halt trotzdem kurz. Also. Es ist jetzt keine Langzeitstudie. Also wenn ich das vielleicht ein Jahr nehme, dann kann ich euch vielleicht sagen, hat sich was getan. Aber ich muss dazu sagen, ich probiere jetzt, ich habe so, so viele solche Nahrungsergänzungsmittel mir jetzt auch geholt. Und ich muss einfach schauen, was ich am sympathischsten, glaube ich, finde und was ich nehmen möchte. Ich habe mich noch nicht ganz entschieden. Deshalb probiere ich gerade so super viele unterschiedliche noch aus und schaue mal, was ich nehmen will. Aber ich habe mich noch nicht entschieden. Da machen wir Make-up. Und zwar habe ich von Ivy Revolution das Long Stay Fixing Spray in der Elf Collection habe ich aufgebraucht. Und das ist wirklich ein schönes Setting Spray. We have just one problem, my dears. Der Sprüher. Ich habe jetzt leider, da ist jetzt nichts mehr drin natürlich. Aber das ist ein super aggressiver Sprüher. Kannst wieder so weit weghalten, damit das irgendwie funktioniert.
ganz, ganz schlimm. Also, und dann bist du wieder so nass und da hast du wirklich immer, wenn die so aggressiv sind, kommen natürlich extrem viel Produkt. Das heißt, da musst du wirklich aufpassen, dass du nicht zu früh die Augen aufmachst, weil sonst rinnt das in die Augen, es brennt dann wie Hölle. Ich fand das Produkt an sich nicht schlecht, aber der Sprüher, warum haben wir dann, also manchmal haben wir, also bei diesen iHeart Revolution, ihr wisst, meine Fixing Sprays, ich habe jetzt leider hier keins, sind die ja, die sind, da hinten haben wir sogar dieses eine, da hinten seht ihr es, das hier, die haben alle, es gibt auch die anderen von iHeart Revolution, aber bis jetzt alle von iHeart Revolution, die haben wunderschöne Sprühe, sanft, toll, toll, es kommt gut Produkt, es kommt aber auch nicht zu wenig, wunderschön, super, super. Aber warum haben wir hier so einen beschissenen Sprüher? Also ich kann es nicht anders formulieren. Das ist einfach nur blöd. Verstehe ich nicht. Also Produkt an sich top, aber wer macht denn solche Sprüher? Ich meine, so schnell kannst du wirklich ein Produkt für mich einfach unattraktiv machen, weil ich meine, solche Sprüher brauche ich halt wirklich nicht. So, last but definitely not least, we have the Catrice Mascara in No Panda Eyes. Und zwar in Smudgeproof. Und die ist definitiv Smudgeproof, die Smudge bei mir nicht. Erinnert mich extremst an die Jeffree Star Cosmetics Dude Proof Mascara. Und sie hat eben nämlich beim Abschminken ist es diese Formulierung, dass es nicht schwarz wird, wie es bei den meisten Mascaren ist, sondern es kommen wie so kleine Plastikstückchen oder wie so Silikonstückchen. Ich glaube, da ist ziemlich viel Silikon drin. Also da kommen wie so kleine Silikonstückchen, die sich dann irgendwann so auflösen. Finde ich eigentlich recht sympathisch, weil du wirklich dann die ganze Mascara runter bekommst. Weil meistens ist es eben bei denen, die halt eben dieses normale, wo es halt schwarz runterrinnt. Also bei mir ist es oft so, weil ich benutze sehr, sehr viel Mascara, wie man unschwer erkennen kann. Und da bleibt dann oft halt immer was noch ein bisschen oben. Also ich meine, ich tue dann auch oft dann noch extra nach dem Abschminken, also mit Waschgelern auch noch da noch entfernen. Aber trotzdem, manchmal hat man vielleicht nicht die Zeit oder ist nicht ganz so genau und dann bleibt einfach noch was hängen. Aber hier geht das gar nicht, weil es löst sich eben so große Stückchen auf und das kannst du gar nicht. Also du siehst dann sofort, wenn so ein Stückchen dann noch in den Wimpern so kleben bleibt. Also das finde ich sehr, sehr, sehr gut. Ich finde sie am Anfang sehr, sehr, sehr nass, was ich persönlich nicht mag, weil es meine Lashes einfach kleiner macht. Ich mag gern etwas trockene Mascaren, aber natürlich, wenn die dann so ein bisschen, also am Ende dann, also ich kann euch mal das bisschen noch zeigen, am Ende, wie es dann vorbei war, da war sie dann perfekt, kann ich euch sagen. Also da war sie dann wirklich, wirklich perfekt. Da ist dann wirklich die perfekte Konsistenz, wunderschöne Lashes hat sie gemacht. Also ich finde die sehr, sehr, sehr gut. Und ich glaube, die habe ich sogar schon nachgekauft, wenn mich nicht alles täuscht. Sonst würde ich die definitiv auch nachkaufen. Ich finde die gut. Ich finde die gut. Ist es meine Favorite Mascara? Nein, aber ich finde die gut. Ja, also ich finde die gut, aber es ist nicht meine Favorite Mascara. So, my friends, das war alles, was ich jetzt im Juni aufgebraucht habe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich will jetzt sagen, vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Irgendwie habt ihr ein weiteres Video von mir und könnt meinen Kanal abonnieren, da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gebt. Außerdem natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Und dann würde ich mich super freuen, wenn ihr kommentieren würdet. Schreibt es mir alles in die Kommentare. Ich liebe es wirklich, von euch zu hören. Und dann könnt ihr mir super gerne auf Instagram nehmen, da bin ich natürlich auch für euch da. Und dann würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss!